Okay. Eins, zwei, drei. Ach, leck mich doch fett am Arsch, ey. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier das Wasser rausmachen. Ja, easy, ne? Nichts einfacher als das. Terrakotta-Biom. Ach, das ist... Okay. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Na gut, man lernt nie aus, ne? Ich habe es immer einfach nur Terrakotta-Biom genannt. So. So eine Kacke hier. Okay. Nicht so tief, Rüdiger. Nicht so tief, habe ich gesagt. Alter, warum dann immer ich? Nein! Rüdiger, bitte! Ekelhaft. Ich habe echt immer Glück, ne? Ich bin einer der glücklichsten Menschen. Ja, so nennen sie mich, den Profi. Wo bin ich denn überhaupt verreckt? Da so. Geh runter, okay. Wo sind meine Sachen? Alter, wie zum Teufel sind die Sachen teilweise bis dahin geflogen. Oh mein Gott. Ich werde wieder verrecken, ne? Alter, ne? Ohne Scheiß. Was... Hä, wo ist er hin? Na egal. Wir holen uns einfach schnell ein bisschen Erde und bauen uns da wieder hoch. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Okay. Alter, als ob ich das beim ersten Mal überhaupt überlebt habe, da runterzufallen. Weißt du, MLG-mäßig... Noch schön zur Seite weggesteuert. Kein Problem für mich. Oh, guck mal, perfekt. So. Jetzt nicht nochmal runterfallen. Vorzugsweise. Ich glaube, ich werde einfach jetzt den Schildertrick machen. Ganz ehrlich, das hier ist alles mehr als unglücklich. Drei Tode jetzt, oder? Ich wahrscheinlich schon irgend sowas in die Richtung, ja. Warte mal, wir müssen bis... Bis hier? Ne, bis hier.
Krasser Shit, okay. Alter, ey. Okay. Und mal gucken, dass wir hier genügend Platz haben, dass die Villager dann nicht immer da hängen bleiben. Okay. Ach, natürlich ist jetzt wieder Nacht. Oh Gott, vorne ist voll... Oh! Voll infestet mit Zombies und allem möglichen Scheiß. Nein! Ah, okay. Mit einem neuen Seed meinst du, Jonas, oder wie? Also, ja, ich würde schon wahrscheinlich... Also, keine Ahnung. Wenn du mit der Herausforderung spielen möchtest, kannst du es natürlich machen. Ich habe bis jetzt immer mit dem Seed gespielt, den ich bekommen habe. Von Anfang an. Aber ich habe auch... ich habe halt auch gute Seeds bekommen, ne? Ich mache jetzt genau das, was man nicht tun sollte. Perfekt. Okay. Gut. Ich habe einfach mal meinen Berechnungskünsten vertraut hier gerade. Ich meine, das Ding ist halt auch, ne? Man weiß halt nie, was auf dem Seed noch so alles ist. Es kann halt auch einfach der übelst geile Seed sein, ne? Wo halt einfach übelst die krassen Sachen dann sind noch. Man weiß halt nie, ne? Wenn du jetzt neu anfängst, kannst du halt auch einfach komplett... Vielleicht für dich selber das Ganze verkacken, weil eigentlich das voll der geile Seed ist. Deswegen, keine, also, ne? Irgendwo hinter dem Meer wird ja nochmal Land kommen, so. Von daher. Weiß nicht. Ist schwierig zu sagen, ob man besser weitermachen sollte oder nicht so. Viel gebaut, um die Welt in den Müll zu treten. Ja, also Villager würde ich schon versuchen zu kriegen, ja. Also dann geh halt in eine Höhle oder sowas. Wenn du keine auf dem Boden findest, ne? Da ist, glaube ich, 5% oder sowas, dass das ein Zombie-Villager ist. Ist der schon? Ich glaube, ich höre immer noch Kind hier, ne? Ich höre immer noch Kind. Ja. Wieso bist du noch Kind, Allah? Komm, wir machen mal so gerade. So, hier. Von hier aus. Das habe ich eh verkackt jetzt mit der Länge, oder? Bin ich... Ich habe von der falschen Stelle aus gemessen, natürlich. Ach, leck mich doch fett, Alter. Okay, ich denke, dann muss ich wahrscheinlich... da ein bisschen mit rumpopeln damit und dann hoffentlich geht das dann irgendwann. So. Ja? Nein. Ich mach das jetzt. Ich hol jetzt noch einen Eimer und dann sollte das ja komplett durchfließen, bis eben nur noch gerade ist. Hoffentlich. Weil, ne, ich will nicht die ganze Zeit neue Eimer platzieren. Deswegen will ich, dass der, der am weitesten in die Richtung ist, durchfließt, so weit wie möglich halt.
5%? Ich glaube, es ist 5%, dass ein Zombie als Zombie-Villager spawnt. Nicht? Bin ich verwirrt? Wahrscheinlich. Nein, nicht meine Fucklies. Und ich merke gerade, dass ich mich jetzt selber voll hier ver... Ja. Das hier wird jetzt das Struggle, hier wieder zurückzukommen. Brain AFK. Echt? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, Jonas? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe das im Kopf, dass es 5% ist. Was ist denn richtig? Schau du mal nach, genau. Das wäre doch mal eine Maßnahme. So. Das klingt doch gut. Okay. Und der Farmer sollte jetzt vorzugsweise hier vorne bleiben und nicht hier hinkommen. Wenn der Farmer hier hinkommt, muss ich schnell dicht machen. Gerade kurz hier zu. Die haben schon wieder ein Kind gemacht. Ich versuche einfach mal, ne? Schieberei. So. Okay, ja, perfekt. Rein. Dicht. Okay, und jetzt geht ihr bitte in das Loch in der Mitte. Das wäre ganz toll. Komm mal her. Ja? Nein? Guck mal, der... So. Komm schon. Ich glaube, ich krieg den nicht da reingepopelt, ne? Ich glaube, das Problem hatte ich beim letzten Mal auch. Ja. Okay, gibst du denen jetzt noch was zu essen? Das ist jetzt die große Frage, ob er jetzt denen noch was zu essen bringt oder nicht. Die Jungs sind endlich eingeschlafen. Nice. Das ist doch schön. Nein, ist jetzt der kleine Villager hier. Der ist jetzt ausgebüxt, ne? Der Arsch, der kleine. Okay. Oh. Nein, wieso bist du wieder rausgekommen? Ich glaube, wir müssen einfach warten, bis Nacht wird. Kann ich bitte? Dankeschön. Okay. Ach, verdammt. So. Nee, ich will die Falltür nicht schließen, weil in der Theorie, können Villager in der 1.18 auf Betten spawnen. Das heißt, wenn die Falltür aufgeklappt ist, können die da spawnen. So angeblich nicht. Ich weiß nicht, ob das so stimmt oder nicht. Wir werden sehen.
Okay, er ist jetzt... So. Okay. Wir werden sehen. Ja, wenn ich morgen schläfrig werde, dann sind 5%. Wie soll ich da zwei Villager zusammenbringen? Siehst du, es sind 5%. Ich sag's doch. Wo ist denn das Boot? Lol, da drüben. Die erste Übernachtungsparty, die sie machen, war sehr aufregend für sie. Und sehr lustig für mich. Warte, deine Kinder haben eine Übernachtungsparty, während sie Corona haben, oder wie? Hä? Ich müsste... Nein, nicht runterfallen. Ich müsste mal zu einem Meer gehen und da Seetang besorgen. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerade mal gucken, ob die Villager da vorne ins Bett gehen. Ach so. Okay, das macht Sinn. Ich dachte, mit Übernachtungsparty meinst du, dass die halt... Okay, die sind im Bett. Nice. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, ist, dass die nicht auf dem Nippel spawnen in der Mitte. Dann ist scheiße. Dann müssen wir uns einen anderen Breeder bauen, was belastend ist. Was sehr belastend ist. Wir beten, dass die Villager da spawnen, wo sie spawnen sollen. Bitte steh auf dem Nippel. Ja! Schmeißt er ihnen Karotten? Nee, er versucht mit denen zu brüten. Ich glaube, die Falltür ist eins weiter hinten. Die da unten müssen halt noch weg, dass die Betten frei werden. Aber ich weiß nicht, ob die Falltür eins weiter nach hinten muss. Oder so. Weil der soll ja... Der soll denen ja Essen hinschmeißen. Na, wir werden sehen. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier ein bisschen Seetang irgendwo hergeregelt kriege. Ach nee, stimmt ja, ich will da ja gar nicht hoch. Wobei doch, ich kann ein Stückchen hochgehen, theoretisch. Aber eigentlich will ich nicht unbedingt hoch an der Stelle, sondern ich will unterm Haus irgendwo hochkommen, ne? Das wäre, glaube ich, wobei ich auch nicht direkt unterm Haus, weil sonst wird das so laut, ne? Vielleicht mache ich den... Kann ich es irgendwie machen, dass die unterirdisch, also weit unterirdisch gelagert werden und dann auf Knopfdruck hochgeschossen werden? Oder so? Das wäre eine Überlegung wert, ne? Ja, Minecraft. Ba 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 da, ba 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 ba. Habe ich in der Staffel 2 gemacht, ja, aber da habe ich kein Ding auf Knopfdruck gemacht, wo die auf Knopfdruck hochgeschossen werden, sondern da habe ich auf Knopfdruck die per Minecart abholen lassen. Ein bisschen anders.
Was ist an Minecraft schlecht? Dass es ruckelt, wenn man zu große Sachen baut. Ich finde es gut, dass sie alle Villager am Herzen liegen und nicht einfach nur Mittel zum Zweck sind. Ja, jeder Einzelne, genauso wie du sagst. Das ist ganz wichtig. Sprachen lernen. Ich habe auch, hier eine Organisation gegründet, ein Herz für Villager. Könnt ihr jetzt spenden, für jede Spende von 1 Euro wird ein Villager-Leben gepflanzt. Für jeden Kasten Villager wird ein Villager gepflanzt. Minecraft. Minecraft, nicht Minecraft lesen, Dulli. Was? Achso, was ist an Minecraft schlecht, dass man so viel Eisen braucht, das ich nicht hab? Baust du dann wieder ein großes Dach? Ich gebe mein Bestes, kein großes Dach zu bauen. Aber seien wir mal ehrlich, wahrscheinlich werde ich ein großes Dach bauen. Nein! Okay, ich brauch so ein Ding. Dann bauen Eisenfarm. Ja, eins nach dem anderen, wa? Wir sind ja gerade hier dabei, erstmal überhaupt hier irgendwas zu machen. So, ich muss ja erstmal hier einen Fuß reinkriegen hier in die Tür, ne? So.